ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, ich habe meine Lehrstelle verloren. Also diejenigen, die mir aktiv auf Twitter folgen, die wissen das. Ich habe mich bemüht, wie es nur irgendwie möglich geht. Ich habe sogar einen genügend Notendurchschnitt und trotzdem sagt meine Lehrfirma, nee. Solche Missiles wie Greenie können wir hier einfach nicht brauchen. Das ist so eine richtig scheiß Firma, ohne Witz. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Super Secret Setting, bei dem man nichts sehen kann und bei dem man in die Lobby verbannt wird. Oh, das nenne ich Skill. Das, Leute, das nenne ich Skill. Ich habe einfach genau auf ein Schild geklickt, bei dem es schon fast losgeht. Boah, ich habe ja keinen Plan gehabt, was auf den ganzen Schildern standen so. Übrigens, heute spiele ich mit dem Kid Link einfach aufgrund der Tatsache, dass ich keinen Plan habe, was die Gegner für Rüstung haben, wenn ich mit diesem Kit hier mit diesem Super Secret Setting spiele. Und deswegen werde ich auch nicht oft Leute töten, wobei dann wäre es ja vielleicht klüger, das Kit Zielsucher zu nehmen. Stimmt eigentlich schon, ja. Weil beim Kit Link geht es ja eben darum, Kills zu machen. Vor allem habe ich nicht ewig Regeneration 2, nicht ewig Resistance 2. Das ist nur die ersten 30 Sekunden, habe ich nachgeschaut. Ist ein bisschen traurig, weil das Kit ist jetzt ein bisschen zu schwach, meiner Meinung nach. Link war nicht unbedingt ein OP-Kit. Es war ein lustiges Kit zu spielen, aber es war nicht OP und jetzt haben die es noch mehr schwach gemacht und das ist nicht so cool, finde ich. Da schreiben der eine schon die ganze Zeit Leck. Ja, vielleicht hast du Lecks, ich habe keine. Ausnahmsweise. Oh nein, nein, oh Gott. Ich habe ja einen riesen Vorteil, schon nur durch diesen Super Secret Setting, das ist schon fast, als ob ich hacken würde. Und dann aus der Starterkiste habe ich noch den Loot des Todes gekriegt, Freunde. Boah, Mann, das ist unglaublich. Nee, heute habe ich ein bestimmtes Thema, was ich mal ansprechen will, und zwar nicht die Grafik hier. Die sieht nämlich einfach nur erbärmlich aus. Nee, Thema, was ich ansprechen will, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, ich habe meine Lehrstelle verloren, also diejenigen, die mir aktiv auf Twitter folgen, die wissen das. Ich habe mich bemüht, wie es nur irgendwie möglich geht, ich habe sogar einen genügend Notendurchschnitt und trotzdem sagt meine Lehrfirma, solche Missiles wie Greenie können wir hier einfach nicht brauchen, das ist so eine richtig scheiß Firma, ohne Witz, die haben Argumente aufgebracht, die man eigentlich gar nicht darf, aus vom Kanton her vorgesehen. Kanton ist übrigens was ähnliches wie ein Bundesland. Ja, aber da kann ich echt grundsätzlich nicht viel gegen machen, weil wir haben jetzt zwar uns beschwert, beim Kanton an sich, und da wird auf jeden Fall noch ein Gespräch folgen. Und dann werden wir natürlich dann auch genauer Stellung zunehmen. Da wird auf jeden Fall noch was rausspringen dabei für uns. Aber grundsätzlich ist die Lehrfirma, bei der ich bin, angeblich einfach sehr, sehr stur. Und die Leute vom Kanton haben auch gesagt, die Lehrfirma ist in dieser Hinsicht schon richtig berüchtigt. Also die kennt man schon. Von daher, also ja, man weiß, dass die oft Scheiße in dieser Hinsicht machen. Die sind einfach sehr, sehr streng. Die wollen nur die Besten der Besten haben. Ich gehöre halt leider nicht dazu. Dass ich es schon mal ein Jahr da geschafft habe, ist schon erstaunlich. Aber ja, wie gesagt, nicht mehr. Ich habe irgendwie nur Schuhe heute. Ich glaube, ich habe zu viel bei Zalando bestellt. Ist gar nicht lustig, ne? Ich mache mich wieder nur lustig über die ganzen Mädchen, welche immer bei Zalando bestellen. Das ist echt erbärmlich. Wie kann ich nur so tief sinken, Freunde? Aber ich mache mich gerne drüber lustig. Nee, auf jeden Fall haben die mich dann sozusagen gekickt. Ist natürlich nicht so geil für mich. Ich muss jetzt eine neue Lehrstelle suchen. Aber es gibt Leute, die bieten Lehrstellen an. Boah, Alter, wie ich den einfach gekillt habe. Ich bin erstaunt von meinem eigenen Skill. Auch wenn das vielleicht schon fast traurig ist, dass ich ab so einer Tatsache tatsächlich schon froh sein muss, dass ich überhaupt jemanden kille. Aber das mit dieser Super Secret Setting jemanden zu töten, ist echt schon was Krasses. Oh, schon wieder! Läuft. Heiltränkchen. Wo ist der nächste Gegner? 75 Blöcke, das reicht erstmal. Alter, dass ich mit diesem Kit hier Kills mache.
dass das möglich ist, mit diesem Super Secret Setting Kills mache, ist grundsätzlich schon mal nicht möglich. Aber ich mache es, weil ich es kann. Weil ich es will. Weil es Bestandteil meines Lebens ist. Nee, ich werde jetzt natürlich eine neue Ausbildungsstelle suchen, das ist schon mal klar, denke ich. Oh, da kommt einer. Alter, wieso sehe ich die Leute? Ich verstehe es nicht. Ich habe so gute Augen. Ich bin ein Adler. Ich bin ein Adler. Ich bin ein Adler. Boah, die Kakteen sehen richtig scheiße aus. Ah, der ist hier. Nein, der ist Kaktus. Der Kaktus. Ja, der ist Kaktus. Eindeutig. Boah, scheiße, Alter. Der ist Känguru. Boah, Mann. Das ist richtig scheiße. Oh, das ist richtig scheiße, Mann. Mit diesem. Guckt euch mal die Map an. Mann! Fein, Freunde. Nee, ich würde sagen, ich mache noch eine Runde. Das ist richtig schwer. Also bis gleich. Sieg! Okay, Freunde. Und willkommen bei Runde Nummer 2. Oh, Alter. Laut der Audioline habe ich ziemlich stark übersteuert. Passt aber. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt versuchen zu gewinnen, auch wenn ich glaube, das ist nicht möglich bei diesem Super Secret Setting. Aber ich werde natürlich mein Möglichstes tun, um das Spiel zu reißen. Natürlich weiß ich nicht, wie viel davon möglich sein wird. Aber ich setze jetzt einfach mal Wasser, weil ich es kann. Und hier direkt Neues nehmen. So. Dann haben wir zusätzlich noch 3 Dias. Damit lässt sich gut ein Diaschwert craften. Und jetzt fängt nämlich das große Rätsel an. Wo sind die Kisten? Oh, da unten zum Beispiel. Die wurde jedoch schon gelootet wegen einem anderen Typen, welchen ich gerade da durchflitzen gesehen habe. Aber anscheinend ist da doch noch was drin jeweils. Hier ist ein Kaktus, der sieht aus wie eine Sandsäule. Passt auf jeden Fall. Ja, gut, okay. Sag ja nichts. Da vorne ist noch was, oder? Das sind Kakteen. Gut zu wissen. Jetzt da oben hat es Bäume. Wo sind die nächsten Gegner? Knapp 60 Blöcke Entfernung. Ich laufe aber genau auf diese zu. Ne, dann gehe ich nicht hier Holz holen, beziehungsweise ich hole hier erstmal Holz. Und danach hau ich erstmal ab, bevor ich crafte, weil die sind mir einfach zu nah. Und bei diesen scheiß Super Secret Settings ist es ziemlich naheliegend, dass ich einen Kampf verlieren würde. So, zudem habe ich jetzt noch 5 Eisen, das ist schön. Dass ich mir dann schon mal noch mehr craften kann. Oh, oh. Hier haben wir noch mal ein bisschen coolen Loot. Das lenkt mich gerade auch ein bisschen ab, der Stress hier. Also, es ist ziemlich stressig, mit solchen Super Secret Settings zu spielen. Kann ich schon mal sagen. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Super Secret Settings oder ohne zu spielen, macht es nicht. Und ich glaube, hinter mir ist gerade jemand mit Enderperlen oder so her. Nee, ist ein Känguru. Ja! Ich hab so gedacht, ja, bitte porte mich. Rasiert, Bitch! Rasiert, Alter! Da kannst du dich nicht mit mir anlegen. Ich bin zu groß für dich. Ich bin zu stark. Ich bin zu schnell. Ich bin Greenie halt, ne? Kennt man. So, ich muss jetzt echt aufpassen, dass da oben niemand kommt. Zum einen habe ich nur noch ein Herz. Zum anderen will ich gerne noch craften. Denn ich kann mir jetzt eine Eisen-Chest gönnen. Mir Dia-Schüßchen gönnen. Ich kann mir natürlich auch noch ein Dia-Schwertchen nehmen, weil ich das kann halt, ne? Dann so und Dia-Schüchen, perfekt. Läuft. Jetzt haben die anderen schon keine Lust mehr gegen mich zu kämpfen. Trotz meinen Secret-Settings bin ich dennoch jetzt gar nicht mal so schlecht dran, denke ich. Aber es geht da auf jeden Fall noch mehr. Ich bin gerade ein bisschen hin und weg und immer noch ein bisschen unter Adrenalin, dass ich den anderen gerade da rasiert habe. Krass. So, hier hat es übrigens auch Lava. Da falle ich natürlich nicht hinein. Auch wenn es nicht so einfach ist abzuwägen, wo ist die denn. Und so. Hier ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt noch ein halbes Herz Damage. Und auch das ist jetzt verheilt. So, jetzt nächster Gegner. Wie viele leben noch? Na, ich gehe jetzt nicht rauf. Wenn noch so viele leben, dann ist die Chance noch zu groß, abgestaubt zu werden. Sorry, Bro. Ja, das Ding ist halt, durch die Super Secret Setting sehe ich nicht, ob nebendran noch jemand ist. Und das ist auch ein sehr, sehr starker Nachteil nochmal. Auch wenn ich jetzt Speed 3 habe. Ja, Speed 3 hatte ich. Ja.
Irgendwo da vorne ist der jetzt, der andere, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen Schaden haben. Oder er hat sich einen OP-Apfel gezogen. Irgendwie sowas. Da oben ist er. Ich kann erkennen, der hat eine Eisenbrust. Eisenschüchen hat er auch. Den Rest kann ich leider noch nicht erkennen. Ist der jetzt da unten oder so? Hier kommt einer. Ich würde mir gerne noch eine Eisenhose machen. Der läuft weg. Okay, der läuft weg, nicht der läuft weg. Der läuft weg. Da muss ich mir erstmal keine Sorgen drum machen. Ich meine, der weiß ja nicht, dass ich mit Super Secret Settings zock. Ansonsten hätte er mich schon lange versucht zu töten. Vor allem, wenn er wüsste, was für eine Secret Setting ich habe. Jetzt kommt er. Er kommt, ich sehe dich. Du kleiner Schlawinski, du. Du kleiner Schlawinski. Du wolltest mich also... Bist du... Boah, ich habe zuerst gedacht, er hat mich mit der Hand gehauen. Ach, Alter! Na, Schinken, klar. Boah, ich wollte gerade... Alter, ich habe keinen Plan mehr gehabt, wo der war. Ich habe auch zuerst nicht gesehen, dass da eine kleine Erhöhung ist. Boah, das ist so schwer, Freunde. Kann ich mal mit einem Super Secret Setting gewinnen? Das ist unglaublich. Krass, Alter. Krass, du kannst die Map überhaupt nicht einschätzen. Ich bin da ja erstmal halb in den Baum reingelaufen, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, wo der war, und konnte den erstmal auch gar nicht richtig hitten, weil ich nebendurch geschlagen habe. Boah, das ist viel, viel schwerer, als es aussieht, Freunde. Ja, versucht es gerne mal selbst mit so einem Super Secret Setting. Und ja, schickt mir doch mal den Link, wenn ihr sowas probiert habt, wenn ihr mit diesem Super Secret Setting gewonnen habt oder sowas in der Art, werdet mir auf jeden Fall reinziehen. Und dann würde ich sagen, morgen kommt bereits der nächste kommt bereits der nächste Super Secret Setting. Also bis dahin, haut rein und ciao!